Oliver Kahn, er meldete sich heute Mittag auf Twitter zu Wort. Hintergrund waren die letzten Berichte, worüber ich euch auch gestern berichtet habe, über eine mögliche Klage von seiner Seite in Richtung des FC Bayern Münchens. Und jetzt macht er ein öffentliches Statement zu diesem ganzen Thema. Was er da geschrieben hat und was es auch für Konsequenzen für die Bayern hat, dazu gleich mehr hier. Zudem geht es um Max Eberl. Ist er vielleicht schon beim FC Bayern München angestellt und mischt im Hintergrund schon bei den Bayern mit? Denn genau das berichtet jetzt das Portal Sportzone. Demnach soll Max Eberl bereits im Hintergrund fleißig beim FC Bayern München mitarbeiten. Und als letztes gehen wir rüber zum VfB Stuttgart. Da gibt es jetzt neue Details zur Ausstiegsklausel von Dennis Undav. Er zerschießt ja aktuell alles in der Bundesliga mit einer der besten Spieler in der Liga, soll auch Nationalmannschaft spielen, aber er ist wohl deutlich teurer als zunächst gedacht. Dazu gleich mehr. Vorab wie immer die Info, lasst ein Like auf das Video da und auch ein Abo auf den Kanal, um nichts mehr über die Bundesliga zu verpassen. Aber damit gehen wir wieder mal rein ins erste Thema. Und das soll Oliver Kahn sein. Gestern, da wurden nämlich Berichte publik, demnach überlegte Oliver Kahn nach, den FC Bayern München zu verklagen. Hintergrund war, man hatte bei der Trennung ausgemacht, man wird nicht in der Öffentlichkeit übereinander reden, einfach so eine Art Stillschweigen bewahren, die ganze Situation einfach nicht noch weiter eskalieren lassen. Aber daran hatte sich Bayern-Patron Uli Hoeneß nicht gehalten. Er sagte in einer Sportschau, ja, die Anstellung von Oliver Kahn, das war ein großer Fehler, man hätte ihn nicht holen sollen. Und daraufhin soll wohl Oliver Kahn dem FC Bayern München mit Klage gedroht haben, wenn Oliver Kahn noch einmal, sage ich mal, in solch einem Zusammenhang schlecht dargestellt wird. Und jetzt wurde dieser Bericht, dass es eben diese Drohung, diese Klagedrohung gab von der Bild publik. Und anscheinend ist da wohl was dran, denn Oliver Kahn, er meldete sich heute zu Wort und schoss in Richtung der Bayern. Und er gab auch in Richtung der Bayern schwere Vorwürfe zu Preis. Er schrieb, zur aktuellen Berichterstattung möchte ich mich abschließend äußern. Der FC Bayern München und ich hatten im Sommer diesen Jahres vereinbart, dass wir unsere Zusammenarbeit beenden und wir auch in Zukunft respektvoll miteinander umgehen. Ungeachtet der erneuten Indiskretion und der nicht der Wahrheit entsprechenden Darstellung der Ereignisse werde ich mich weiterhin fair gegenüber dem FC Bayern München verhalten. Es sollte auch im Sinne des Clubs sein, dass wir dieses Kapitel zum Jahresende endgültig friedlich beenden. Damit ist schon klar, was gemeint ist. Er weiß, dass jetzt hier gegen die eigentlichen Regularien, die man da festgelegt hat, verstoßen wurde. Er wird aber wohl nicht rechtlich gegen die Bayern vorgehen. Genau das liest man jetzt aus diesem Statement heraus. Trotzdem bittet er natürlich die Verantwortlichen darum, ja, lasst es doch einfach, lasst es einfach bleiben. Ich möchte nichts mehr mit euch zu tun haben, ihr nicht mehr mit mir. Lasst uns jetzt einfach Stillschweigen bewahren, so wie wir es auch vereinbart haben. Und das wäre vermutlich für die Bayern, aber auch für Kahn das Allerbeste. Es hieß ja auch schon nach dieser Ansage von Hoeneß und nach der Drohung von Kahn, dass auch Hoeneß gesagt wurde, komm, jetzt hier, fahr dich ein bisschen runter, red nicht mehr in der Öffentlichkeit über ihn. Das wurde vereinbart und wir wollen uns auch daran halten. Sein Statement, das schloss Oliver Kahn mit den Worten, ich bleibe gern ein Teil der FC Bayern Familie. Mein Herz wird immer für diesen Verein schlagen. Und ich sage euch ganz ehrlich, das glaube ich auch. Denn keiner ist so FC Bayern, wie das Oliver Kahn eben ist. Da kann auch die Trennung noch so schlimm gewesen sein, dass Oliver Kahn weiterhin Fan des Vereins ist und nur das Beste für die Bayern möchte. Das glaube ich ihm aufs Wort. Und damit hat er sich jetzt nochmal zu Wort gemeldet. Es ist also wirklich eine Vereinbarung getroffen worden, dass man nicht schlecht miteinander redet. Es ist auch hier die Unwahrheit von den Bayern besprochen worden. Das hat Oliver Kahn ja auch bestätigt. Aber er hat eben auch gesagt, dass er wohl keine Schritte einleiten wird. Aber er hofft natürlich, dass die Bayern jetzt Aussagen in seine Richtung unterlassen werden. Das wollte ich euch nur von gestern nochmal ergänzend berichten, denn jetzt hat sich Oliver Kahn doch nochmal zu Wort gemeldet und das war für mich, finde ich, ziemlich noch ein wichtiges Thema. Und dann gehen wir weiter. Der mögliche Nachfolger von Kahn bzw. von Sportvorstand Hasan Salihamidzic, das könnte ja Max Eberl sein. Und er arbeitet schon beim FC Bayern München. So zumindest berichtet es das Portal Sportzone. Demnach wäre es so, dass er schon fleißig im Hintergrund mitarbeitet, schon die ersten Schritte seines neuen Jobs als Sportvorstand bei den Bayern mitmacht. Und das wäre aber ganz schön schwierig, denn eigentlich ist Eberl noch Gehaltsbezieher bei Ligakonkurrent RB Leipzig. Bedeutet, er kriegt dann noch sein Geld, ist dann noch bis 26 unter Vertrag. Sollte er jetzt hier verdeckt beim FC Bayern München arbeiten, dann wäre da auf jeden Fall schon entweder was zwischen den beiden Parteien vereinbart worden, eine Ablösesumme gezahlt worden oder Max Eberl würde hier vertragsbrüchig werden.
Komplett ausgeschlossen ist dieses Szenario natürlich nicht. Vielleicht haben die Bayern auch schon im Hintergrund die Ablöse von ca. 5 Millionen Euro bezahlt und er arbeitet schon bei den Bayern, nur eben noch nicht offiziell. Und die offizielle Verkündung dauert noch bis Februar, bis dann eben der Aufsichtsrat darüber entscheidet. Aber ich könnte mir aber auch vorstellen, dass das eben hier aus der Luft gegriffen ist, weil es wurde, wie gesagt, nur von diesem einen Portal Sportzone berichtet und noch hat man weder bei Sky, bei Bild noch sonst wo was darüber gehört. Natürlich könnte es auch schon sein, dass damit einfach nur gemeint ist, Max Eberl, er beschäftigt sich schon mal mit dem Kader, mit potenziellen Transferzielen. Er ist in Kontakt mit Christoph Freund, der ist ja Sportdirektor, das auch schon in Kontakt mit Hoeneß ist und so weiter. Wenn man das als Mitarbeiten schon mal mit reinbringt, dann könnte ich mir vorstellen, dass er das natürlich schon tut. Das ist vielleicht sogar irgendwo seine Aufgabe, dass er sich schon mal genauestens mit seiner neuen Aufgabe beschäftigt und vielleicht auch schon mal den Kontakt zu dem einen oder anderen Verantwortlichen gesucht hat. Dass er jetzt hier aber schon als vollwertiger Sportvorstand arbeitet, vielleicht schon die ersten Transfers tätigt oder hier große Verhandlungen im Sinne des FC Bayern Münchens führt, das glaube ich nicht, weil dann hätten das schon mehr Leute mitbekommen. Spätestens wenn er dann ein- und aus an der Säbener Straße geht, hätten die Leute gesagt, naja, warte mal, der arbeitet doch gar nicht hier, sondern bei Leipzig, da müsste doch irgendwas falsch sein und da hätte es vermutlich auch schon mehr Beweise für gegeben. Trotzdem ein interessanter Bericht hier. Also es scheint ja sowieso so, dass Max Eberl definitiv der neue Boss bei den Bayern wird. Und dieser Bericht macht das ganze Szenario auf jeden Fall eher nochmal deutlich wahrscheinlicher. Was sagt ihr zum Thema? Eure Meinung gerne wie immer in die Kommentare. Und damit gehen wir aber auch schon zum letzten Thema. Das ist der VfB Stuttgart. Um genauer zu sein, ist es Dennis Undav. Dennis Undav, er spielt aktuell wirklich den besten Fußball seiner bisherigen Karriere. Das hat dazu geführt, dass er unter anderem in die deutsche Nationalmannschaft wohl berufen wird in der nächsten Länderspielpause im März, aber dass er natürlich auch vermutlich vom VfB Stuttgart fest verpflichtet wird. Da hieß es immer, ja, eine Ausstiegsklausel von roundabout 12 Millionen Euro, so teuer ist der Spieler, ist eine ganze Menge Geld für Stuttgart, aber man ist bereit, so viel Geld für den Spieler auszugeben. Jetzt heißt es aber, dass das eben gar nicht der Fall ist. Die Bild berichtet, dass die Ausstiegsklausel doch deutlich höher ist als eigentlich von diesen 12 Millionen Euro gedacht. Er ist ja nur per Leihe von einem englischen Club, nämlich von Brighton, an die Stuttgarter verliehen und man merkt schon, okay, sie werden wohl definitiv diese Option ziehen, aber nicht für 12 Millionen Euro, sondern eben für 18 Millionen Euro können die Stuttgarter den Spieler holen. Das Traurige an der ganzen Sache ist, sie werden diese 18 Millionen Euro wohl haben, da Serhou Guirassy den Verein für 17,5 Millionen Euro verlassen darf. Ihr absoluter Topstürmer Guirassy wird damit für weniger wechseln, als das wohl Dennis Undav ist. Und das ist irgendwie zeitgleich natürlich auch sehr, sehr schade, denn wenn man Guirassy irgendwie verkaufen könnte für die volle Summe, dann würde er deutlich, deutlich mehr Geld einbringen als diese 17,5 Millionen Euro. Aber so weiß man wenigstens, wo man das ganze Geld wohl investieren wird. Wie die Bild eben auch noch berichtet, versuchen die VfB-Verantwortlichen den Preis etwas zu drücken. Man muss mit Brighton Hove Albion nachverhandeln. Aber ich sage euch ganz ehrlich, bin 9 Tore in 14 Spielen. Da gibt es nicht viele Argumente für Stuttgart, dass man sagen kann, okay, der wird günstiger als die vereinbarte Ablösesumme. Wenn dann, würde ich sagen, eher noch teurer. Aber dass hier Stuttgart noch mehr zahlt, das glaube ich eben nicht. So, der aktuelle Stand, das zu dem Thema. Was sagt ihr? Eure Meinung gerne in die Kommentare. Das war's von mir. Bis dann, Leute.